Also nochmal zum Fahrradfahren. Fahrradfahren ist super, weil besser als laufen. In meiner Jugendzeit war ich ja sehr knapp finanziell und deswegen habe ich ja angefangen mit einem Damenrad 28er grün ohne Gänge, also mit einem einzigen Gang, und bin da in Stuttgart da die Berge hoch und runter gefahren. Aber das war, weil ich kein Geld hatte und weil ich am Anfang meiner Karriere stand und von meinen Eltern gab es halt nicht mehr als ein Damenfahrrad. Ein gebrauchtes natürlich. Dann kam der Aufstieg, Moped, Motorrad und schließlich das Auto. Und das Auto ist einfach ein angenehmes Stück Leben. Wenn irgendwelche Leute glauben, dass ein Fahrrad irgendwie eine Alternative wäre zum Auto, die sind echt nicht ganz klar hier oben in der Birne. Und das erkläre ich euch jetzt mal ganz kurz. Also heute ist Sonntag und wir wollten an der Natur teilnehmen und sind mit dem Auto rausgefahren. Jetzt zeige ich euch mal kurz, wie es da draußen aussieht. Das bedeutet, wir können trotz schlechtem Wetter einen Ausflug machen. Wir sind jetzt hier in Grabenstetten bei Bad Ura auf der Schwäbischen Alb und haben eine wunderschöne Winterwanderung gemacht. Es geht mit dem Fahrrad einfach alles gar nicht. Da bist du behindert, da bleibst du zu Hause, da bist du auf den kleinen Radius eingesperrt. Es geht aber weiter, viel weiter. Aha. Ja, und jetzt nach der Wanderung im Lockdown, ja, da hocken wir uns erstmal hin und verschnaufen. Also meine Frau hat mir jetzt hier ein Laugenbrötle mitgebracht, das ist belegt. Und von der Bäckerei über die Straße to go und Cappuccino. Wir sitzen jetzt gemütlich und freuen uns über unsere Schneewanderung und Feschborn im Auto. Und das Auto hat noch mehr, haha. Das Auto hat nämlich, Freunde, eine Heizung. Ich habe als junger Bursche auf dem Fahrrad und Motorrad mir so oft die Finger erfroren, bis sie so steif waren, dass ich den Schlüssel nicht mehr umdrehen konnte. Ich weiß Bescheid, es war schrecklich, ich habe es überstanden, ein Auto ist einfach klasse. Und jetzt mache ich mal, damit man so ein bisschen mitkriegt, tun wir mal ein bisschen die Lüftung hier einschalten. 26 Grad, wir haben es ja. Und hier für unseren Rücken haben wir eine Heizung für meinen Rücken. Weil wir werden ja älter, also Fahrradfahren mag für die Jugendlichen gut sein und für irgendwelche Studentenbesorgungen, aber für den normalen Mensch, der unseren Staat trägt, der Steuern zahlt und Arbeitsplätze stellt, der schaffen geht, ist das Auto ein Arbeitsmittel, um das Leben schön und manche Dinge erträglich zu machen. Wir haben aber noch mehr in dem Auto. Radio! Jetzt wegen der GEMA-Gebühr verwöhne ich euch jetzt nicht mit Rockmusik. Ein super Radio hier. Ich höre nämlich gern Musik. Mein Lieblingssender ist 107,7. Super Musik, muss ich voll bestätigen. Und die armen Fahrradfahrer, ja, die hören als Rauschen vom Fahrtwind oder haben so einen komischen Kopfhörer auf. Aber Qualität ist das nicht. Man könnte ja auch eine klassische CD einlegen. Jeder, wie er will. Liebe Freunde, ihr habt gesehen, das Fahrradfahren ist schön im Sommer in der Freizeit. Ein Freizeitinstrument ist gut für Kinder, die keinen Führerschein haben, ist gut für Jugendliche und Studenten wie ich, die kein Geld haben, mag alles sein. Aber im Alltag ist das Auto, so ein Mittelklasse-Golf hier, einfach traumhaft schön. Und die Leute, die das Autofahren einschränken wollen und das Fahrradfahren öffnen wollen, den empfehle ich doch heute sehr, mit ihrer Familie bei Schneetreiben einen Ausflug auf die Schwäbische Alb bei Bad Urach, damit sie dann am Abend halb erfroren vielleicht doch zur Gehirnfunktion zurückkommen. So grüße ich euch und wünsche euch noch einen schönen Sonntag im Lockdown. So, und wie ist, wenn es schneit? Seht ihr den Boden da mit dem Fahrradfahren? Das ist ja ein Risiko. Und wenn ich da die Frauen sehe mit ihren Kindern da in diesem Lastentaxi, bei dem Wetter, das wäre die Gefährdung von den Kindern, wenn ich frag vorlässig. Da fahre ich doch mit meinem schönen Autochen besser durch die Gegend. Also Unfallgefahr beim Fahrradfahren viel höher. Gibt es keine Knautschzonen und nichts. Also unter uns vom Transport eines Kühlschrankes oder Bauhausmaterial, ganz zu schweigen. Also ich habe noch kein Lastentaxi gesehen mit 10 Säcken Zement. Aber unser Golf macht das locker, so nebenbei. Nicht? Mit Heckklappe, Golf, wunderbares Auto. Also was ich damit sagen will, Fahrradfahren ist gut für die Freizeit. Aber in Stuttgart keine wirkliche, sinnvolle, schöne Lebensqualität. Da liebe ich mein Auto und mit dem geht es mir gut. Und es hilft mir vor allem, weil ich auch älter werde. Man muss ja mal an die älteren Leute denken. Die Jungen mit ihren Fahrrädern, die denken nicht dran, dass sie mal älter werden. Wie soll denn das sein?
wenn ich dann ein bisschen so einen Schwindel habe und Fahrrad fahre, dann bim-bom, haut es mich hin, oder? Ich meine, ihr müsst ja mal solidarisch sein mit den alten Leuten über, weiß ich nicht, 65, 75, 85. Wie wollen die denn Fahrrad fahren? Die sollen doch bitte auf dem vierrädrigen Auto geschwindigkeitsangepasst sicher fahren. Soweit der Unterschied zwischen Fahrrad und Auto. So, ich habe natürlich auch ein Fahrrad, aber bei dem Wetter hier auf dem Fahrradweg ist es einfach eine Drecksache. Die Füße werden nass und kalt und die Autos spritzen mich an und gefährlich ist die Sache auch. Also Fahrrad ist gut für die Freizeit, Fahrrad ist gut für den Sport, Fahrrad ist gut für junge Leute. Und weil das Fahrrad so nur eingeschränkt ist, am besten mittags, wenn die Sonne scheint im Sommer, ist es meines Erachtens unangemessen, so funktionsfähige Autostraßen kaputt zu machen, damit man irgendwelche Fahrradspuren macht, die jetzt heute an diesem Sonntag garantiert ohne Fahrradfahrer sind, aber die Autofahrer behindern. Da fahre ich doch lieber mit meinem schönen Auto. Und Fahrrad, Freunde, fahre ich vielleicht am Wochenende, wenn die Sonne scheint, mit meiner Frau ins Picknick. Und so hoffen wir, dass es bald wieder schönes Wetter wird zum Fahrradfahren für euch, aber bitte draußen im Grünen. Und in der Stadt fahre ich für meine Hausbesuche und überhaupt zum Baumarkt und überhaupt zu meiner Sicherheit, überhaupt bin ich ja schon älter, fahre ich lieber Auto.